Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin relativ entsetzt eigentlich, was ich heute mitbekommen habe. Es geht um Call of Duty Ghosts und ich habe mich null auf dieses Video vorbereitet, aber ich reg mich gerade so auf, dass ich das einfach sagen muss und euch einfach ja, bereitstellen möchte. Ich habe mir Ghosts schon vor längerer Zeit vorbestellt. Und jetzt ist es so. Ne, fangen wir erstmal so an. Ich habe damals, als ich es vorbestellt habe, hier auf dieser Seite Systemanforderungen für Call of Duty Ghosts nachgeguckt, ob das Spiel denn auf meinem PC laufen wird. So, siehe hier, Mindestanforderungen. 1,6 GHz Dual Core, beziehungsweise hier, was weiß ich, ihr seht es auf jeden Fall, das ist nicht gut. Radeon HD 4650, 1 GB. Das ist sehr wenig. Ich habe die HD 7850, 2 GB. Arbeitsspeicher RAM, 2 GB. Ich habe 4 GB. Okay, 32-Bit. Ich habe auch 32-Bit, aber 4 GB RAM. Da 32-Bit nur auf 3,2 GB RAM zugreifen kann, ja. So, gut spielbare Systemanforderungen. Sind wir immer noch bei 32-Bit. Und 3 GB RAM. Okay, habe ich auch. Und besser als die habe ich auch. Und den Prozessor habe ich auch. So, empfohlene Anforderungen. Hier, 3,16 GHz habe ich nicht mehr. Dann schauen wir mal hier, die Grafikkarten. Die müsste ich sogar noch was Besseres haben. Ne, die habe ich nicht. Oder? Ja, doch, genau, die habe ich. Und 4 GB RAM Arbeitsspeicher, aber 64-Bit. Ist verständlich, weil 32-Bit nur auf 3,2 GB zugreifen kann. Ist verständlich. Und hier Festplattenspeicher, 10 GB. Okay, das kann natürlich nicht stimmen, weil, jetzt schreibe ich hier natürlich jemand an, weil allein schon Black Ops 2 mehr benötigt hat. So, jetzt haben wir hier etliche Posts von Leuten, die schauen wollen, ob ihr PC funktioniert. Hier mal als Beispiel, ich denke schon. Natürlich. Nee, das reicht, okay. So. Geil und geil, bla bla bla. Funktioniert, funktioniert. Es funktioniert bei sehr vielen Leuten, da die Anforderungen nicht sehr hoch sind. Ähnlich wie bei Black Ops 2. So. Und jetzt sehe ich hier. Gestern denkt sich doch mal Nvidia gnadenlos, bringt einfach mal neue Systemanforderungen raus. So, siehe hier. PCGames.com, sehe hier Spieletipps. Und ihr seht schon, 50 GB Speicher für PC. Okay, ist verkraftbar, muss man sagen. Ich denke mal, jeder kann so 50 GB noch verkraften. Ansonsten haut man sich irgendwie noch eine externe rein und tut da seine ganze Musik oder was drauf. Ist kein Problem. Aber was ich jetzt hier lesen muss und was mich einfach nur zum Entsetzen bringt, dass sie so was bringen. Hier, Betriebssystem, Mindestanforderung, hier. Es steht hier irgendwo dran. Schauen wir mal hier. Pass auf. Minimale Systemanforderung laut Nvidia. Windows 7 64-Bit, Mindestanforderung. Hier, der Prozessor, okay, der ist wirklich noch verkraftbar, das ist klar. Aber RAM, 6 GB RAM, also hat sogar Battlefield 4 eine kleinere Anforderung. Und hier 50 GB HDD-Speicher ja, vonnöten. Und die Grafikkarte ist auch total überzogen. Hier auch, genau, hier das allerbeste, Nvidia. Hier empfohlene Systemanforderungen laut Nvidia. Video, Nvidia GeForce GTX 780, natürlich die teuerste, ja, eine der besten Grafikkarten von Nvidia, natürlich, die gerade auf dem Markt sind. So, und das Allerschlimmste daran ist, dass alle Leute, die sich laut diesen Systemanforderungen für 32-Bit das Spiel vorbestellt haben, inklusive mir, haben jetzt total in die Scheiße gegriffen. Wortwörtlich. Das Spiel wird wahrscheinlich, wenn es so durchkommt, was ich auf jeden Fall nicht akzeptieren kann, können sie dieses Spiel nicht spielen. Alle, die 32-Bit haben.
und weniger als 6 GB RAM. Selbst wenn sie mehr haben. Das bringt einem gar nichts, wenn man ein 32-Bit-System hat. So, das Allergeilste ist, die Leute, die sich jetzt natürlich denken, ja, kaufe ich mir doch einfach mal ein neues Mainboard, was weiß ich. Kaufe ich mir mehr RAM und pack mir 32-Bit drauf. Tja, das bringt einfach gar nichts, weil wenn ihr euch. Ah nein, ihr müsst euch einfach, wenn ihr jetzt ein 64-Bit-PC haben wollt, dann müsst ihr euch einfach ein neues Mainboard kaufen und das ist teuer. Neues Mainboard ist teuer, Arbeitsspeicher ist teuer, 6 GB RAM sind auch nicht billig, da bist du auch schon wieder bei mindestens 50 €. Und die Grafikkarte, die kostet auch 600 € gerade. Ich meine, was denken die sich? Black Ops 2 läuft auf höchsten Einstellungen bei meinem PC mit 32-Bit und 3,2 GB Arbeitsspeicher, läuft auf 80 FPS flüssig, auf höchsten Einstellungen und hat 13 GB oder was verwendet. Und jetzt denken die sich, ja, in einem Jahr tun wir einfach mal die Systemanforderungen verzehnfachen. Und es ist wirklich fast, ja, verzehnfacht jetzt nicht, aber das ist so übertrieben. In einem Jahr, das haben die noch nie gebracht. Ich könnte mich da so drüber aufregen. Wenn das wirklich so ist, ich bestehe darauf, dass ich mein Geld zurückbekomme. Weil das kann es einfach nicht sein, dass alle Leute, die 32-Bit haben, und da rede ich, glaube ich, von einer Menge, die auch, ja, die sich das Spiel schon vorbestellt haben. Für 60 €, das kann es einfach nicht sein. Wenn die ein Spiel schon für 60 € anbieten zum Vorbestellen, dann sollten sie wenigstens sagen, dass es nur für 64-Bit möglich ist. Und nicht, dass irgendwie dann einen halben Monat vor Release dann irgendwie, oh, ja, es können nur Leute mit 64-Bit und 6 GB RAM spielen. Ach, und 50 GB braucht es auch, das Spiel. Das, ja, Battlefield 4 braucht ja nur 30, aber ja, hier Premium Call of Duty Grafik haut es natürlich erstmal voll raus. Die ganzen scheiß Render-Trailer, die kannst du sowieso in den Arsch schieben, weil das ist alles nur. Hier schaut sich mir. Die Texturen sehen nicht anders aus als bei Black Ops 2. Ich weiß nicht, wie die das hinkriegen, dass es so viel braucht. Okay. Aber das ist natürlich wieder überhaupt nicht typisch für Call of Duty. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass das offiziell ist. Aber es ist ja anscheinend offiziell, weil es anscheinend irgendwie von auf der offiziellen Call of Duty-Seite, keine Ahnung, ich habe ja auch nichts gefunden, ist. Was auf jeden Fall richtig untypisch ist, die Macher von Call of Duty sind ja eigentlich richtig, richtig geldgeil. Die haben die letzten Spiele so gemacht, dass möglichst viele Leute mit den schlechtesten PCs, mit der schlechtesten Leitung das Spiel spielen können, damit sie möglichst, möglichst viel Geld machen. Und jetzt machen sie, ja, tun wir einfach mal die Anforderungen so hochschrauben, dass es niemand spielen kann. Ja, okay, es können wahrscheinlich schon viele spielen, aber wahrscheinlich nur die Leute, die auch einen entsprechenden PC haben und ich gehöre nicht dazu. Bloß das Problem ist, alle anderen Spiele laufen bei mir flüssig. Bioshock Infinite, Black Ops 2, ME3 kann man nicht von reden, aber Spiele, die einfach rauskommen in letzter Zeit, laufen bei mir. Ich weiß nicht, warum die jetzt so einen hohen Anspruch machen. So einen hohen Anspruch machen. Tut mir leid, wenn ich Sprachfehler reinhaue. Ich bin Deutsch von Geburt an, ich bin kein Türke. Das ist jetzt keine Beleidigung gegenüber Türken oder Ausländern oder was weiß ich. Nein, was ich auf jeden Fall sagen wollte, es kann es einfach nicht sein. Kann natürlich sein, dass hier sich COD gedacht hat, ja, vielleicht steckt uns Nvidia hier richtig viel Geld in die Hosentasche, wenn wir natürlich die Anforderungen hochschrauben und die damit sich ein Heidengeld verdienen, wenn alle jetzt hier die Ultra Nvidia, was haben wir hier nicht noch alles Nvidia Grafikkarten kaufen. Da verdienen die sich natürlich jetzt auch wieder ein Heidengeld. Es kann es aber einfach nicht sein. Ja. Also ich bin echt enttäuscht von Call of Duty. Und wenn sie das durchbringen, ist die neue Call of Duty-Serie Ghost für mich einfach gestorben. Weil bis ich das Geld zusammen habe für ein, was weiß ich, 300 € Mainboard plus Arbeitsspeicher plus Prozessor, weil das lohnt sich einfach nicht, was neu zu kaufen, wenn man sich da nicht gleich noch einen neuen Prozessor kauft. Das kann es meiner Meinung nach nicht sein. Ich schaue jetzt mal hier, ich kann kurz mal in meine System-Ding gehen und mal eben zeigen, was ich für ein System habe. So, hier. Intel Core Duo Quad CPU, was weiß ich, 2,4 GHz und 4,5 GB RAM. Klar sind nur 3,2 verwendbar und 32 Bit. Ja, das ist echt super.
Also ich hab mir die Grafikkarte neu gekauft, okay. RAM habe ich mir sogar auch noch aufgestockt, weil ich davor nur 3 hatte. Aber. Ich verstehe das einfach nicht. Vor allem das Geile ist ja, ich habe ein DDR2 Mainboard. Das heißt, wenn ich mir jetzt ein DDR3 Mainboard kaufe, bringt mir die 2,5 GB, die ich drin habe, tut mir leid, bringen einem einfach gar nichts. Weil DDR2 passt nicht auf DDR3. Also Leute, tut mir leid, dass ich jetzt hier so rumflame und mich darüber aufreg. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon hält. Würde mich wirklich interessieren. Respekt an die, die sich denken einfach Scheiß auf die Lappen, die 32 Bit haben. Ich habe 64 Bit, bei mir passt es. Aber jetzt ganz ehrlich, seht es mal aus unserer Sicht, von denen, die 32 Bit haben. Wir haben einfach keine Chance. Das kann es nicht sein, dass wir für ein Spiel, was wir uns schon vorbestellt haben, dann nochmal 500 € drauflegen für einen neuen PC. Das kann es einfach nicht sein. Also, jetzt mal ganz ehrlich, mit gutem Menschenverstand. Nein. Einfach nein. Bei Ding, bei Battlefield 4, bei der Beta, haben sie es geil gemacht. Da haben sie wenigstens gesagt, dass es für 64-Bit ist, nur die Beta. Aber was mich wundert, Battlefield 4 ist in der Vollversion auch 32-Bit kompatibel. Ach, aber nein, also ich könnte mir schon vorstellen, dass Call of Duty Ghosts natürlich eine bessere Engine hat als die Frostbite 3 Engine. Könnte schon sein, also da sie dann so ultra gut sind, hier innerhalb von einem Jahr so ein perfektes Spiel zu programmieren. Ich habe noch nie ein Spiel gesehen, was 50 GB zieht. Noch nie. Also, ach nein. Und ganz ehrlich, Black Ops 2 konnte auch noch nicht mal mit Crysis 1 mithalten. Also bitte. Von den Texturen her ist einfach. Alter Leute, egal. Schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr davon hält. Mich würde es interessieren, wenn das wirklich so durchkommt und ich 60 € jetzt in den Sand gesetzt habe, dann wäre das wirklich lächerlich, weil da würden sie sich wirklich ins eigene Fleisch schneiden mit damit. Weil so viele Leute 32-Bit haben. Und ich wette nicht mal. 5% werden auf 64-Bit umsteigen wegen dem Spiel. Also, bitte Infinity Ward. Ich weiß, dass ihr euch das Video nicht anguckt, aber falls es irgendwie an euch gerangt, falls, ich sage euch einfach nur, damit kommt ihr nicht durch. Eine offizielle Drohung von mir. Nein, Spaß ist. Nein, für mich kann es einfach nicht sein, dass das. Ihr denkt jetzt wahrscheinlich, ja, der will unbedingt Ghost spielen. Das ist so ein richtig kleines Kind, was sich auf den neuesten Ego-Shooter freut. Nein, ich möchte einfach mal neues COD jetzt haben. Ich habe Black Ops 2 über 200 Spielstunden. Mir reicht's langsam. Okay, es macht noch Spaß mit Freunden, aber ich möchte einfach einen neuen Umschwung. Ich möchte eine neue Grafik, ich möchte neue Waffen, ich möchte neue Streaks, ich möchte neue Perks. Aber wenn das wirklich der Wahrheit entspricht und nicht einfach nur irgendein Abfuck von Nvidia ist. Also dann tut's mir echt leid, Call of Duty. Dann seid ihr für mich gestorben. Dann hol ich mir Battlefield 4. Dann verlange ich mein Geld zurück, weil das verlange ich dann auch zurück. Weil das könnt ihr einfach nicht bringen. Ja, also wie gesagt, schreibt in die Kommentare zum 50. Mal, was ihr davon haltet. Und ja, wir sehen uns irgendwann im nächsten Let's Play. Ciao.